Und damit herzlich willkommen zurück. Zu Forza, nein, nicht zu Forza. Ich komme nicht auf den scheiß Namen von dem Dreckspiel. Burnout Paradise. So heißt der Schmock. Wir haben mal eben kurz mit diesem Auto, was sich bestens dafür eignet, die Stuntrennen zu machen, mal eben das Stuntrennen abgeschlossen. Das war mit dem Auto hier mein First Try. Das war sehr einfach, wie ihr gesehen habt. Entspannt, deutlich überboten. Das ist mit dem Auto hier einfach viel, viel einfacher. Ich bin mir nicht sicher, woran es liegt. Ich glaube, der kriegt mehr Punkte. Auch den Multiplier habe ich jetzt extrem leicht hochgehalten. Oder hochgebracht, besser gesagt. Wir nehmen jetzt trotzdem ein anderes Auto. Denn wir müssen dann bei ein paar Autos die 100%, sage ich jetzt mal, machen. Bei denen haben wir sie alle. Bei dem hier auch. Bei dem aber zum Beispiel nicht. Der Manhattan. Schmotz. Haben wir für den denn schon den Bums gefunden? Ja, haben wir. Ist hier hinten irgendwo. Wo denn? Ich sehe es gerade nicht. Also ich möchte nicht ausschließen, dass ich gänzlich blind bin. Da oben, okay. Gut, ich würde sagen, da gurken wir erstmal kurz hin. So, let's go. Ich werde das nächste Grüne mal wieder mit euch machen. Also wieder mit euch machen, so rum, nicht mal wieder. Das hätte ich ja auch mit euch gemacht. Allerdings werde ich das nur ein oder zweimal probieren und dann ohne euch kurz machen. Das macht dann einfach keinen Sinn, dass ich die Dinger 800 mal probiere. Den Scheiß 800 mal anfange mit euch zusammen und dann nichts hinkriege. So, das ist halt nicht zielführend, ne? Ich wäre auch irgendwann fertig damit, der Bums hier. Wenn ich jeden Tag, jeden Partner zwei Rennen mache, dann kommen wir ja nicht vorwärts. Das ist ja Schmutz. Ich muss sagen, das Ding fährt übrigens dafür, dass es so ein Schiff ist, echt gut. Bin ich tatsächlich ein bisschen beeindruckt. Hui. Hui. Ja, von den Wänden haben wir noch nicht ganz so viele. Ich bin aber inzwischen irgendwie bei nur noch 50 fehlenden Zäunen, glaube ich. Ja, also diese Absperrzäune. Da brauche ich nur 50 von. Das ist ja! Finde ich jetzt. Ja, kam ich nicht weg. Das Auto lenkt nicht gut. Also zumindest gerade ausfahren. Wenn du driftest, geht's. Kann das bitte noch 20 Minuten länger dauern? Ich müsste mal darauf achten, wie lange ein Crash dauert. Teilweise. Seid, wenn ihr euch für den Crash FM Podcast von Criterion anmeldet. Ihr findet ihn auf iTunes und er enthält jede Menge aufregende Burnout-Fakten und andere interessante Infos. Die einzige interessante Info für mich wäre gerade, gibt es den noch? Rase zur Nebeljagd im Südwesten. Das ist nicht so weit weg zum Glück. Und da können wir direkt das Auto wieder tauschen. Sehr schön. Wie lange haben wir? 2 Minuten fast. Die brauchen wir doch nie im Leben, Alter. Also halt legitim niemals im Leben. Wo fahren wir denn lang, Alter? Warum sollte ich denn hier lang fahren? Ich kann einfach die Straße runterballern. Hier, das Spiel ist in meinen Augen ziemlich lost. Es gibt für mich halt legitim keinen Grund, warum ich hier runterfahren sollte. Also hier lang ist halt einfach der schnellste Weg. Du musst nicht 25 Mal abbiegen, sondern paust einfach durch und bist da. Das ist doch 12 von 10. Also, das ist egal, wie man da hätte langfahren sollen, wo das Spiel wollte. Also, da wäre ich jetzt tatsächlich links gefahren. Das Spiel schlägt einem irgendwie eine ganz komische Route in meinen Augen vor. Das möchte überhaupt nicht zum Meer eigentlich. So. Jetzt bin ich ja schon da, wo ich hin will. Hab noch ziemlich viel Zeit. Ganz entspannt. Und sind da. Verstehe nicht, was das Spiel davon wollte, wo ich langfahre. Macht in meinen Augen auch irgendwie keinen Sinn. Irgendwie 5 Mal abzulegen, nur um 1 Meter zu sparen. Oh, was hat Buddy gesehen? Eine kleine Fliege? Weiß ich nicht. 39 Siege noch, ihre.
rasante Fahrt. Du hast es echt drauf. Füge den Hunter Manhattan Custom zu deiner stetig wachsenden Flotte hinzu. Nö. Nö. Einfach nö. Sehe ich mich überhaupt nicht, Bruder. Danke, dass es auch irgendwann mal weitergeht. Ich glaube, oh, so eine Stunde, wenn ich das Spiel durch habe, habe ich nur darauf gewartet, dass das Scheißbums weitergeht, ne? So, wir haben jetzt übrigens 243, also uns fehlen noch 57. Also quasi keine mehr. Ist nicht so, dass ich gelenkt hätte oder so. Ich wollte jetzt eigentlich noch das hier kaputt fahren. Und dann nochmal da oben gucken, ob da auch noch was ist. Ich fahre überhaupt nicht mehr auf der Straße. Gehen wir doch nicht auf Eier. Junge, backt das Auto rum. Das ist ja schlimmer als ein Cyberpunk, Alter. Ich will doch nur einmal nach da oben gucken. Danke. Was ist genau hier los? Ah. Gar nichts. Cool. Guck mal, hier ist eine Barrel-Roll-Chance, die überhaupt nicht funktioniert. Dafür war ich jetzt auch zugegebenermaßen ein bisschen langsam. Junge! Warum starte ich denn in die Richtung wieder? Wo ist denn die Karre? Also ich würde mir ja schon noch gerne die Karren holen, die mir jetzt noch fehlen. Aber ich habe halt keine Lust, die stundenlang zu suchen. Das Ganze jetzt weiter mounten, muss ich da wieder die Tür schließen. Achso, du hast dieses Event bereits gemacht. Ich wollte gerade sagen, was steht jetzt da unten? Meine Güte. Was machen wir denn heute noch? Ich würde sagen, erstmal tauschen wir das Auto gegen Schnelles. Ja, komm, mach zügig, bitte. Allein das hat jetzt 15 Sekunden gedauert. Absolute Frechheit. So. Wir haben echt noch viele Fahrzeuge vor uns, können das? Ich glaube ja. Ich wollte den für Rennen nehmen. Danke. Und dann wollen wir mal gucken, was noch so offen ist. Wir könnten damit jetzt natürlich mal ein Verfolgungsrennen fahren. Davon haben wir hier im Innenstadtbereich noch relativ viele offen. Entweder die hier oder die hier. Ich würde sagen, wir fahren hinter dem gelben Rennen einfach mal die Straße rein und gucken, ob da noch Rennen auf uns warten. Denn das ist ja die Ecke, wo wir noch, okay, oder? Wo wir noch, ja, wahrscheinlich Rennen nicht gefunden haben. Dementsprechend könnte das entspannt sein, die zu machen, mal eben kurz. Schauen wir mal. Bin mal gespannt. Moment, gelb. Wo gelb? Da gelb. Und danach Zucker. Links. Junge, fährt die Karre scheiße, ey. So, hier müsste eins sein. Guck mal, hier ist auch schon ein Marktman. Ich würde sagen, wir machen heute einfach mal. Wir fahren einfach einmal die Straße rauf, sehen, was hier noch alles für Rennen sind, weil hier ist, glaube ich, keins. Ne, hier ist keins. Piss dich doch mal! Da vorne, jetzt fährt das Auto wieder richtig. Da vorne könnte noch eins sein, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass da eins ist. Doch, hier ist auch noch eins. Okay, eine Burning Root. Und dann möchte ich den Bums dann nochmal runterfahren. Und gucken, ob da noch welche sind. Weil da ist schon mal eins, was wir noch nicht haben. Ne, hier ist keins, okay. Aber da ist eins, was wir noch nicht haben. Was ist das hier? Noch ein Marktman? Wir sind hier wieder Marktman. Ne? Vor allem der Innenstadtbereich, so alles voll mit Marktman-Sachen. So, und da ist keins. Sehr schade. Dürfte drüben gespawnt werden, oder? Ja, Ehre. Gut, dann würde ich sagen, mal. Okay, wir fahren mal kurz hier rückwärts rein. Bumm. Noch 55. Wir machen jetzt erstmal das hier, würde ich sagen, ne?
Ja, ist nicht so weit weg, das ist schön. Da kann ich eventuell danach nochmal hierher fahren und weitermachen. Gut, das war halt einfach scheiße, dass der da gerade lang fuhr. Sehr ärgerlich. Dreimal noch. Ah, natürlich, wir werden auch sofort keinen Boost mehr. Ärgerlich. Ich habe legitim übrigens keine Ahnung, wo wir lang wollen. Also wo wir lang fahren sollen. Da hätten wir abbiegen sollen. War aber gerade nicht drin. Okay, Bruder. Musst du wissen. Darf ich auch nochmal fahren oder ist das jetzt verboten? Ach, die halten sich gerade da auf. Vorne. Junge. Da vorne auf. Weg. Easy Game. Das ist das dritte für diesen Part. Quasi. Das heißt, wir könnten heute endlich mal wieder 4 oder sogar vielleicht 5 schaffen. Ich würde sagen, ich mache noch einen Mark Man. Und danach gucke ich mal, ob wir noch einen. Okay. Ein Takedown machen, also hier. Ich habe schon wieder vergessen, wie die heißen. Leider. Ich würde sagen, wir gucken jetzt aber erstmal kurzerhand. Braun rechts, gelb links. So, und dann beim gelben links. Jack. Da habe ich mich leider ein bisschen vertan. Ich dachte, wir wären schon ein bisschen weiter. So. Aber hier wollen wir im Endeffekt rein. Da war wieder ein Auto, was wir hätten klauen können. Beziehungsweise smashen. Okay, Bruder. Ich hoffe, wir kriegen ein neues Auto, wenn wir reinkommen. Let's go. Oh Gott, das ist ja weit weg, Alter. Okay, ich würde sagen, so schnell wie möglich auf den Highway und dann. Gib ihm. Dann mache ich aber auf jeden Fall nicht noch ein Rennen heute, denke ich mal, weil das ist halt weit, weit weg Land. Danke für gar nichts. Also ich fahre so mit 3 km/h leicht schräg auf eine Mauer zu. Normalerweise, wenn ich mich umbringen wollen würde, wäre das so, oh nö, tut mir leid, hier gehst du nicht kaputt. Hier war das jetzt so, ah ja, tot. Ich wollte gerade sagen, wir wetten hier links. Jetzt wollen wir einfach nochmal schnell weg. Ich glaube, wir wollen einfach nur geradeaus weiterballern. Wahrscheinlich sogar noch ein gutes Stück. Okay, da sind sie wieder. Okay. Danke, dass du verhindern möchtest, dass ich in die Autos da fahre. Das ist sehr freundlich von dir, aber wirklich nicht nötig. Wir fahren nächste rein. Okay, ich hatte eigentlich gesagt, dass wir noch weiterfahren. Und dann einfach die entspannte Route wählen. Schade, dass ich keinen Takedown dafür kriege. Sonst ja, wäre ich natürlich kurz in so einen Takedown über sich gekommen. 2-mal noch übrigens. Und hätte einfach weiterfahren können. Das ist kein Gegner. Fahr. Möchtest du auch noch fahren? Danke. Aber du wolltest überhaupt nicht gerade fangen.
Junge! Na, ja, das war's, glaube ich. Also einen Hit noch an mich hin. Und der nächste Repair Shop ist halt am Arsch der Heide von hier aus. Leider. Da nicht gegen. Da nicht. Das war richtig knapp. Ehrenhaft, Alter. Junge, das war knapp. Hui. Zu kompliziert. Ja, dass man nicht porten kann, ist jetzt natürlich extrem ärgerlich. Aber meine Güte, so ist das nun mal. Wir müssen jetzt, glaube ich, wieder hier runter. Genau, und dann fahren wir einfach oben lang. Das wäre viel kürzer gewesen, Junge. Das Spiel leitet einem wirklich nicht gute Wege, möchte ich anmerken. Er hatte ein Auto in jedem Hafen. Fahrt runter zur Naval Yard und checkt seinen alten Flugzeugträger aus. Aber wenn ihr natürlich mit 200 Sachen daran vorbeirast, wird euch eine ganze Menge entgehen. Ahoi, DJ Atomica. Klar, Bruder, dein Opa hatte... ist zur See gefahren mit seinem Flugzeugträger natürlich und hat an jedem Hafen, also an jedem, Autos. Das war krass. Möchte ich anmerken, so, wo müssen wir jetzt lang? Ich würde oben lang fahren. Bin ich ganz ehrlich, ich würde oben lang fahren. Ganz gemütlich hier lang. Und dann vielleicht... Ein Dingens schaffen wir eh nicht, ne? Wir haben noch 3 Minuten, Alter. Ein Auto würde ich nehmen. Aber wenn man gut unterwegs ist, kommen ja keine Autos. Die kommen ja erst, wenn man entweder keine Zeit mehr hat oder gerade ein Rennen anfangen will. Das habe ich inzwischen auch schon mal gekriegt. Ich setze mal zwei Kopfhörer auf. Damit ich eventuell auch Autos höre, die kommen. Aber ich glaube wirklich nicht dran. Wie gesagt, die kommen eigentlich nur, wenn man sie nicht brauchen kann. Junge! Lenk halt zu minus 10. Nee, Spiel, hier wollte ich wirklich nicht lang. Ich wollte schon wirklich... Das Auto lenkt so schrecklich. Wenn man nicht, gerade... Zucker... Driftet, wollte ich sagen. Junge. Wo lang jetzt? Ja, jetzt eigentlich links. Wo ist er? Ich hab ihn hier gehört, aber ich weiß nicht, wo er ist. Hätten natürlich auch in die andere Richtung weiterfahren können. Der Kitano Togi Sport wurde zu deinem Das war ein bisschen einfach. Okay, Brody. Haben wir uns den gegönnt, mal kurz. Übrigens, immer wenn ich die Aufnahmen anfange, sehe ich die Dinger. Also kurz vorher. Oder wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich anfangen will, dann sehe ich die auch immer. Und so, wenn ich dann mal in der freien Welt rumfahre, was ja schon nicht oft vorkommt, weil das so minus 10 Spaß macht mit dem Spiel. Sehe ich die Dinger gar nicht mehr. Ich habe gerade schon wieder angehört, mich anmerken. Aber ein Stück in die Richtung. Da ist er sogar. Den holen wir uns noch. Würde ich sagen. Wenn ich noch kriege, der fährt nämlich ganz schnell weg. Paar das auch gleich zu Ende. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in der City. Gutes Spiel. Ich find's gerechtfertigt, wenn die crashen, dass ich auch gleich den kriege. Einfach so nach dem Motto, ja, du bist ja eh wegen mir gecrashed, dann gib her.
Vor allem crasht der Karren ja halt wirklich dauernd, ey. Oh, belastendes Auto. Okay. Mich belastet übrigens auch, dass man dauernd woanders gespawnt wird, wo man eigentlich war. Ich denke nicht, dass ich den noch kriege. Vor allem, weil die Karre ja halt eine echte Krücke ist, wenn man nicht gerade boostet. Das Auto blinkt so scheiße. Nee, komm, drauf geschissen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in der Stadt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hau da rein. Und bis dahin. Tschüss. Kurz mal den Scheiß hier kaputt machen, ne? Nice. Bis dann. Ja, bis dann.